Hallo YouTube, was geht ab? Willkommen im neuen Video. Ich habe meinen Wettkampf abgesagt. I got 99 problems and they all bitches. Wish I was digging man. Carefree living, but I'm not Sean or Martin Louis. I'm the Cleveland nigga rolling with the Brooklyn boy. You know how I be when you start living large. I control my own life. Charles was never in charge. No sitcom could teach Scott about the drama or even explain the troubles that haunted my mom on Christmas time. My mom Christmas crying got me most of what I wanted. How'd you do it? Yeah. Also, warum habe ich den Wettkampf abgesagt? Nicht wegen meiner Leistung oder den letzten Trainingseinheiten, die zum Teil auch nicht mehr ganz so geil liefen. Nein, das ist safe nicht der Grund. Das wäre eine Ausrede, wenn ich das so sagen würde. Also der wirkliche Grund sind finanzielle Gründe. Ich habe einfach nicht das Geld, um dorthin zu fahren. Ich hätte ja in einer Strecke fast 600 Kilometer gehabt. Also über 1000 hin und zurück. Ich glaube, jeder von euch weiß, wie die Spritpreise gerade aktuell sind. Man kann sich also ausrechnen, wie viel Geld da flöten geht. Mit dem Zug ist mindestens genauso teuer und du kommst auch nicht zur Wettkampfstätte, weil die halt sehr außerhalb ist. Die ist ja quasi auf einem Feld, wenn du so willst. Ich hätte mir auch kein Fotopaket von Dedicated Sports leisten können. Die Unterkunft war schon bezahlt. Allerdings ist es bei mir finanziell gerade wirklich so, dass ich das Geld anderweitig gebrauchen kann und auch brauche. Und dadurch habe ich diese Entscheidung getroffen, dort nicht hinzufahren. Zumal ich ja weiß, ich habe noch den Bending Bars. Also ich habe ja letztendlich zwei Wettkämpfe hätte ich jetzt gehabt. Und für mich ist nur wichtig, dass ich wenigstens zu einem fahren kann, dass ich einen mache. Und der Bending Bars liegt jetzt halt noch weiter in der Zukunft. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, meine finanzielle Lage erstmal wieder zu verbessern und für den Bending Bars schon Geld zu sparen. Ja, ich habe halt wirklich die letzten Monate mich so ein bisschen ins Ausgeschossen finanziell, auch weil alles teurer zum Teil geworden ist und ich auch nicht wirklich mehr den Überblick hatte, was das eigentlich wirklich gerade ausmacht, wie viel mir wirklich eigentlich fehlt, wie viel ich eigentlich mehr bräuchte und dergleichen. Ich hatte ja auch privat jetzt gerade ein paar Sachen, die mich einfach auch rausgebracht haben, ja. Also auch in der Familie und so. Und dadurch ist das alles ein bisschen untergegangen und flöten gegangen, naja, und wie auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, das ist der Hauptgrund. Und ich möchte auch nicht, dass mir irgendjemand finanziell hilft, weil ich die Verantwortung für meine Finanzen übernehmen muss. Das soll mir keiner mehr abnehmen. Das war mein ganzes Leben lang so, dass mir das oft abgenommen wurde. Und das Problem ist, wenn man es gewöhnt ist, dass andere einem immer wieder helfen, dann verlässt du dich darauf. Dann wird daraus ein Muster. Dann sagst du dir jedes Mal, wenn es finanziell wieder eng wird, ach, der und der wird mir dann schon wieder helfen. Was bei mir halt in erster Linie natürlich die Familie ist. Aber genau aus diesem Gedankenkonstrukt muss ich raus. Sonst werde ich nie Verantwortung für mein Geld übernehmen. Ja, das ist ein Mechanismus, der nicht gut ist. Und das ist jetzt wirklich ein Schritt, wodurch ich den durchbrechen kann. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die mir da gekommen ist. Und von daher bin ich da sehr froh drüber, dass ich das so schnell gecheckt habe und so schnell jetzt geschaltet habe und dagegen angehe. Ja. Damit wir da rauskommen. So. Kann euch auch schon dazu sagen, ich werde ab September bei uns auf Arbeit im McFit eine neue Position einnehmen. Ich gehe da noch näher drauf ein, was das sein wird. Es ist auf jeden Fall eine Stelle, wo ich auch mehr Geld verdienen kann endlich. Und ich muss mehr Geld verdienen. Ja, also gerade jetzt, wo alles teurer wird und ich auch keine Wohnung bekomme, ich komme nicht weiter. Und ich werde vielleicht auch nie eine Wohnung bekommen, wenn ich weiterhin zu wenig verdiene. Es ist einfach so, ja. Von daher muss ich sagen, dass ich das doch sehr gut mache, dass sich da was getan hat. Das finde ich sehr gut. Und ja,
das ist was Positives letztendlich, ne? Ja, und dafür wird dann beim Bending Bars abgerissen, ne? Also bis dahin werde ich ja noch stärker. So. Aktuell habe ich ein Total, wenn man so will, von 320 Kilo. Das sind 120 in der Beuge, 70 auf der Bank und 130 im Heben. Das macht 320 Kilo. Ich bin sehr optimistisch, dass wir bis zum Bending Bars die 350 packen können. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich fange mit Rise and Grind von Pascal an. Es haben sehr viele jetzt schon wirklich Erfolg mit dem Programm. Ich bin da sehr optimistisch, dass das bei mir auch zündet. Und ja, wie gesagt, selbst wenn der Wettkampf später ist, ich werde doch nur stärker. Ist doch nicht verkehrt so, ne? Ja, und ansonsten, ich weiß gar nicht, welche Trainingseinheit ich zuletzt gefilmt habe. Ich habe auf jeden Fall heute die 120 Kilo pausiert, zweimal gehoben. Die waren echt gut. Schwer, aber doch gut immer noch. Und das erste Mal auch heute Tempobank drücken mit 57,5 auf dem Double. Also auch heftig. Und die waren wirklich gut von der Kadenz. Also ich bin echt auch beim Tempobankdrücken jetzt so stark schon geworden. Das ist echt richtig schön. Und die letzte Einheit war Einheit 1. Da war ich mit René wieder im Fit One. Ja, und eigentlich, so jetzt kann ich es ja sagen, ne? Ich wollte mich an dem Tag wiegen, weil ich 72,5 auf der Bank drücken wollte und natürlich vorher wissen wollte, ob das jetzt mein aktuelles Körpergewicht ist, also ob ich quasi heute an dem Tag mein Körpergewicht drücke, ne? So, ich habe dann erstmal verpeilt, mich zu wiegen und hatte schon gefrühstückt und getrunken und dachte mir so, perfekt einfach. Ich habe dann einfach mich trotzdem gewogen und so in etwa die Kilos abgezogen, die ich schon an Nahrung zu mir genommen habe und wäre wirklich bei 72,5 ungefähr rausgekommen. Ja, dann waren wir im Fit One. Schweinewarm. Also ich muss euch ehrlich sagen, diese Hitze macht mir echt zu schaffen. Muss ich ehrlich sagen. Vor allem auch beim Training. Wie auch immer, ich habe dann wollte die 70 nochmal als letzten Warm-up machen. Um dann mit 72,5 das Topset zu machen. Ja, seht selbst. Das war ein Satz mit X. Ich habe die 70 nicht nochmal hochbekommen. Ne? Ich war so angepisst. Ich wäre nicht nach Hause gegangen. Ne? Ich war so fucking pissed in dem Moment. Ich habe wirklich mir so gedacht, okay, also wäre ich allein gewesen, ich glaube, ich wäre wirklich nach Hause gegangen, weil auch die Wärme und alles, das war so anstrengend. Ey, ich dachte, das gibt's doch nicht. Was ist denn los, ne? Weil die Bank ja auch die ganze Zeit lief. Die ganze Zeit lief die Bombe. Die ist geflogen. Die war die ganze Zeit leicht, egal welche Variation ich hatte. Und dann auf einmal kacke ich bei den 70 ab, die Woche davor noch wie Luft waren.
Alles klar, Bro. Naja, ich musste dann den Roll of Shame machen. Die Safeties waren tatsächlich ein Stückchen zu niedrig eingestellt. Das heißt, der Roll of Shame hat auch scheiße weh getan. Das Nerling in der Mitte ist direkt über meinen Unterbauch und es tut heute noch ein bisschen weh. Perfekt einfach. Ja gut, René hat mich dann Gott sei Dank irgendwie wieder ein bisschen aufgebaut und hat halt auch ein bisschen bewirkt, dass ich da geblieben bin, sonst wäre ich wahrscheinlich wirklich abgehauen. Wie gesagt, ich habe dann nochmal die 65 gemacht. Er hat dann auch gespottet, was mir natürlich auch nochmal geholfen hat, weil du dann halt doch dich ein bisschen sicherer fühlst. Vor allem nach dem Roll of Shame, der einfach mal übelst wehgetan hat. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen Roll of Shame mit diesem harten Nerling gemacht hat und das über den Körper. Das tut wirklich weh, Leute. Das ist jetzt ein Schmerzen, sag ich euch. Egal. Die 65 waren dann super leicht. Und ich dachte erst, ich habe die nicht auf Kamera gehabt. Ich hatte sie aber doch auf Kamera. Ja, und danach haben wir dann nochmal 67,5 aufgelegt. Und die waren dann echt stabil für den Tag. Also da war ich dann auch wieder ein bisschen zufriedener so. Und dachte mir dann so, naja, mal gucken, wie jetzt gleich die Beuge läuft. Ne? Wegen diesem Schmerzpunkt ja auch im Oberschenkel. Ich hatte an diesem Tag keine Schmerzen mehr im Quad. Gar nicht mehr, es war weg. Richtig genial und die Beuge war leicht. Gott sei Dank, die Beuge lief gut. Richtig gut. Ich habe dann 115 auf dem Single pausiert gemacht. Ja, wer es jetzt gerade gesehen hat, der weiß. Wo war denn da bitte die Pause, Bro? Ja, genau, die Pause hat gefehlt, ich weiß. Ich dachte eigentlich, ich hätte eine gemacht, Digga, aber war keine Pause. Egal, ich habe halber 115 Kilo gebeugt, das ist überstark. Wenn man bedenkt, dass ich bei der Loba-Beuge bei 120 Kilo gerade mal bin und ich mache 115 halber, das ist schon fett, ja. Ja, die Backoff-Sätze waren dann halt auch easy so. Ich habe dann auch mal so neun, das was, also Pascal in seinem letzten Video, wo er über die Kniebeuge geredet, wie er die so anwendet und wie er die so technisch umsetzt, hat er ja so erwähnt, dass bei ihm so er das beabsichtigt macht, dass wenn die Knie unten am untersten Punkt nach innen kommen, was ja ein Stück weit normal ist, dass er sie auch nach innen kommen lässt, nicht übertrieben, aber so ein bisschen, weil ihm das halt Auftrieb, wie sagte er, weil ihm das halt irgendwie hilft beim nach oben kommen. Also es gibt ihm halt ein bisschen eine gute, wie sagt man, eine gute Ansteuerung, nicht Ansteuerung, einen guten Kraftimpuls, um halt explosiv nach oben zu kommen. Und ich habe das einfach mal dann in den Backoff-Sätzen und auch beim Topset, das sieht man allerdings auf dem Video nicht, aber bei den Backoff-Sätzen hier sieht man, dass ich das mal ausprobiert habe. Und ich muss echt feststellen, für mich funktioniert das auch recht gut, bin ich ehrlich. Ich habe mich sonst immer darauf fokussiert, die Knie extrem nach außen zu drücken und sie auch in der Aufwärtsbewegung weiter nach außen zu drücken. Was natürlich für diesen Schmerzpunkt in meinem Oberschenkel hier an der Außenstelle vom Quad, also vom Oberschenkelmuskel, die Außenstelle hier, über dem Knie, natürlich von Nachteil ist, ja. Und in dem Moment nimmst du ja da ein bisschen die Spannung raus, sozusagen. Und für mich funktioniert das ganz gut. Ich werde das jetzt mal weiter beibehalten und werde das auch mal bei der Loba-Beuge einbauen jetzt. Und mal gucken, wie das damit läuft. Bin echt gespannt. Also ich finde schon, dass es, glaube ich, doch was für mich bringen könnte. Müssen wir aber halt mal, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum jetzt mal mit rumexperimentieren. Aber hat sich auf jeden Fall erstmal gut angefühlt. Ja, das war die Einheit 1. Also wir sind ja jetzt quasi, wenn du so willst, in der letzten Peking-Woche. Ich weiß gar nicht, die Einheit davor, was waren davor? Einheit 4. Doch, das habe ich euch abgefilmt, ja, wo ich den Deadlift verkackt habe. Die Bukonatrasse heben wollte, Kapi. Ja, ich werde jetzt nächste Woche natürlich keine Taper-Woche machen. Ich werde auch keinen improvisierten Spaßwettkampf machen im Gym oder so. Werde ich auch nicht machen. Ich spare mir das jetzt auf. Das heißt, nächste Woche gibt es einen schönen Deload. Mit weniger Volumen und auch mit weniger Intensität. Ich werde also auch mit der Intensität runtergehen. Was ich ja sonst nicht mache. Weil ich halt auch wirklich Ermüdungserscheinungen mittlerweile habe. Und bevor ich in Rise and Grind reingehe, will ich halt nochmal den Deload nutzen und runterfahren. Ich werde dann Rise and Grind trotzdem nur 13 Wochen machen, anstatt 15, wie es eigentlich vom Programm her geplant ist, bis zum Bending Bars.
Ich habe auch mit Pascal geschrieben, wie ich das handhaben soll, weil der 2 Wochen fehlen und er sagte, ich soll einfach die ersten beiden Intro-Wochen rausnehmen. Das habe ich jetzt auch schon so umgeplant und ja, ich bin auf jeden Fall richtig heiß auf dieses Programm. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe ehrlich gesagt schon seitdem ich das Ding gekauft habe, Bock drauf. Aber war ja halt noch in der anderen Vorbereitung. Ich hätte es jetzt nicht mehr reinquetschen können so. Und ja, bin echt gespannt, was das Programm reißen wird. Hochkuppeln for life, Bro. Nee, ich bin echt gespannt, ehrlich. Ja, in diesem Sinne, Leute, so ist das Leben. Es gibt immer Dinge, die wichtiger sind, ja. Und sowas wie Finanzen ist nun mal wichtiger. Ohne Finanzen geht hier gar nichts, Leute. Vor allem in dieser Welt jetzt. Also ohne Geld bist du am Arsch, still. Nee, also alles cool. Ich bin auch cool damit. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge so, wie vor allem ihr alle so drauf reagiert so. Aber letztendlich, jetzt mal ganz ehrlich, kann es mir auch egal sein, wie ihr drauf reagiert. Sorry, aber es ist mein Leben, es ist meine Entscheidung und es ist wichtig, dass ich für mich die richtige Entscheidung treffe. Ja, es bringt nichts, irgendwas eine heile Welt vorzuspielen, wenn es nicht so ist. Ja, und ich finde es vor allem auch wichtig, dass man über das Thema Finanzen reden kann. Ja, das ist immer noch was, was mir schwerfällt. Es ist immer noch was, was immer ein Problem war. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich das so krass öffentlich mache. Also nicht nur vor Freunden, Bekannten und so und auch neuen Menschen in meinem Leben, sondern auch hier Social Media in der Öffentlichkeit, ja. Und aber ich finde, das zeugt letztendlich nur von Stärke. Weil ich finde, Finanzen ist so ein Thema, darüber sollte man reden können. Es ist ja bei den meisten Leuten immer so ein Tabuthema und wird einem ja meist auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir wurde das schon so gelehrt, dass es ein Tabuthema ist. Über Geld spricht man nicht, ne? Dieser typische Spruch. Aber es ist so ein Blödsinn. Es ist ein ganz normales Thema, was zum Leben dazugehört und man sollte darüber sprechen können. Sonst wirst du ja nie vernünftig damit umgehen können mit dem Thema, ne? Also ich finde das schon sehr relevant, ne? Ja, in diesem Sinne, schmettert mir eure Kommentare in die Kommentare. Schmettert mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Seid ehrlich, gebt mal eure Meinung ab. Ich bin mal gespannt, was so bei rauskommt. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich denke mal, das wird dann aus dem Deload sein, aus dem fluffigen, lockeren Deload. Und danach geht die Rise and Grind-Reihe los. Ich werde die auch safe so nennen, Bro. Gut, in diesem Sinne, Leute, ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Lasst mir bitte mal ein Like unten und vor allem Kommentare da, ne? Wie gesagt, droppt eure Meinung rein von mir aus, wie ihr wollt. Aber gebt mal ein bisschen Liebe hier ab, ne? Der kann alles noch ein bisschen klein. Aber Leute, wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Das ist schon stark, ne? Also ich finde doch, für mich kleines, unbedeutendes Würmchen ist doch schon nicht schlecht, ne? Aber wir brauchen mehr, ne? Da geht noch was. Also in diesem Sinne, smash den Like-Button und bis zum nächsten Video.